Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fange ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Peter Zwiers ist auf der Jagd, denn er will sie alle. Er ist Pokémon-Trainer, über 600 virtuelle Monster hat er schon gefangen. Viele hat er doppelt, heute geht die Jagd auf neue Exemplare weiter. Seine Mitstreiter erkennt der Laie ganz leicht. Die Köpfe sind meistens gesenkt und die Finger wischen hektisch übers Smartphone. Sie alle jagen kleine virtuelle Monster. Die erscheinen je nach Ort zufällig in der Umgebung. Mit der Pokémon Go App lassen sie sich einfangen. Am Amtsteich sind bereits viele Trainer versammelt. Sie ziehen durch die ganze Stadt. Jeder von ihnen will neue Monster haben. Bei der gemeinsamen Jagd kommt man auch öfter mal ins Gespräch. Unterschiedlich. Also meistens merkt man, ja, ich muss mal kurz, wenn jemand Pokémon Go spielt, meistens werden sie die vorbeilaufen, anfangen zu lachen. Und dann ist meistens die erste Frage, Team Rot, Team Gelb oder Team Blau. Und dann je nachdem, ob man sich dann grün ist, quatscht man dann öfter auch mal. Ja, kommt man auch gut ins Gespräch, vor allem mit jüngeren Leuten, die dann auch das gerade angefangen haben zu spielen. Das ist dann immer ziemlich lustig. Die freuen sich dann auch noch, wenn sie mal einen Taubsi finden, worauf ich schon keinen Bock mehr habe. Ja, das ist wie Ameisen, die kriegst du wie Sand am Meer hier und die freuen sich über jeden Scheiß. Pokémon Go schlägt derzeit große Wellen. Auf der ganzen Welt treffen sich Spieler, um gemeinsam zu jagen. Denn die Monster sind weltweit bekannt. Sie kommen ursprünglich aus Japan. Der Spieleentwickler Nintendo hat die ersten Pokémon-Spiele Ende der 90er herausgebracht. Damals noch für den Game Boy. Die Spiele haben sich seitdem weiterentwickelt, doch das Prinzip ist gleich geblieben. Rumlaufen, wilde Pokémon fangen, die dann trainieren und gegen andere Trainer kämpfen. So ist es auch in der Pokémon Go App. Nur, dass die Spieler in der echten Welt herumlaufen müssen. Das Smartphone übermittelt dabei ständig GPS-Daten. Genau an dem Punkt schlagen Verbraucherschützer Alarm. Da hat der Bundesverband der Verbraucherzentralen festgestellt, dass hier Bedingungen drin sind, die nicht deutschem Recht entsprechen. Unter anderem wird dort bemängelt, dass man sich das Recht vorbehält, Daten willkürlich weiterzugeben. Das heißt, der Nutzer dieses Spiels weiß überhaupt gar nicht, wo werden seine Daten hingegeben, wer sammelt sie, wo werden sie gespeichert. GPS, die sollen ruhig wissen, wo ich bin, dass ich mal draußen bin und dann durch die Gegend laufe und auch mal was mache. Die muss zu Hause rumsitzen, also von daher können die ruhig wissen, wo ich bin. Also solange sie bei mir in die Wohnung kommen und sagen, hey, was ist hier los, ist mir das alles wurscht. Und das werden die, glaube ich, nicht machen. Da haben sie ja keinen Anhaltspunkt für, da bei mir reinzukommen. Peter ist das also egal, so wie wohl auch den meisten anderen Spielern. Doch wenn der Blick ständig auf das Smartphone gerichtet ist, vergisst man schnell mal seine Umgebung. Gerade im Straßenverkehr kann das lebensgefährlich sein. Doch nicht nur da lauern die Gefahren. Es kann ja passieren, dass man dann angehalten wird auf der Monsterjagd und dann sich plötzlich auf einem fremden Grundstück befindet, wo man eigentlich nichts zu suchen hat. Das kann dann schon mal Konsequenzen nach sich ziehen, dass der Eigentümer sagt, jetzt reicht's mir aber hier mit der Monsterjagd. Ich stelle jetzt mal eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Also ab und zu mal hochgucken und schauen, wo man gerade ist. Dann kann nicht viel schief gehen. Für Peter hat sich der Tag bereits gelohnt. Ihm sind ein paar neue Exemplare ins Netz gegangen. Sehr, sehr gut. Also heute schon jetzt zwei neue Pokémon, also ein Pantymos und ein Caputo. Viele Wasser-Pokémon, die ich auch sammle, zwecks also Carpados, also zum Beispiel Carpador, brauche ich, weil ich mal das Große haben will. Da brauche ich dann 400 Bonbons für. Es dauert. Wenn Sie jetzt keine Ahnung haben, was er mit Carpador, Pantymos oder Caputo gemeint hat, dann ist das nicht weiter schlimm. Zumindest wissen Sie jetzt, dass es sich dabei um Pokémon handelt. Und wer von denen bereits die Nase voll hat, kann ja einfach ein paar echte Monster beobachten gehen.